Danke. Vielen Dank für den warmen Applaus. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zur Nachtschau. Heute ist die vierte Ausgabe der Zur Nachtschau. Wir haben den 4. Januar. Heute steht also alles im Zeichen der Zahl 4. Ein paar von Ihnen, also vielleicht die drei, die beim letzten Mal da waren, werden gemerkt haben, dass die letzte im Dezember ausgefallen ist. Es liegt einfach daran, dass wir dringend auch mal eine Pause brauchen. Und deswegen haben wir den Dezember einfach mal weggekickt. Da war eh alle sind auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern, betrinken sich, sind voll mit Glühwein. Den Dunst wollten wir nicht drin haben. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das mal nicht. Und dafür freuen wir uns aber umso mehr, dass wir heute so zahlreich erschienen sind. Ich gehe mal direkt an meinen Schreibtisch. Weil der Stand-Up am Anfang, diese Stand-Up-Comedy hat immer nie so richtig funktioniert. Weder als Stand-Up noch als Comedy, deswegen haben wir gedacht, versuchen wir es mal mit Sit-Down. Und dann funktioniert vielleicht auch der Comedy-Aspekt dessen. Also, jetzt brauche ich den Texter. Oder auch nicht. Ist der nicht an? Da ist gar nichts an. Ja, mach ihn mal an. Marius, Applaus für Marius. Hat vielleicht jemand aus Versehen den Stecker rausgezogen, ist drüber gestolpert oder irgendwas? Das geht ja gut los, das neue Jahr. Da haben wir das Problem. Hallo Loco, da ist es doch. Also, meine Damen und Herren, wie gesagt, die vierte Ausgabe am 4. Januar. Wir haben genau 4 Themenblöcke heute und genau 4 Karten verkauft. Den Rest der sind Kollegen hier vom Haus, die unter Androhung fristloser Kündigung gezwungen wurden, sich diese hier reinzuziehen. Herzlich willkommen euch allen hier in Cumberland und herzlich willkommen uns auch unseren genau 4 Zuschauern bei H1. Hallo Ulrike, hallo Peter, hallo Sven, neuerdings auch Hi Money, der leider zum neuen Jahr seinen Job verloren hat und seine neu gefundene Freiheit ganz dem hannoverschen Lokalfernsehen Hi und Hartalk verschrieben hat. Glückwunsch dazu. Guter Start für Money, guter Start auch für uns. 2018. Naja, mal sehen, ob das neue Jahrhundert nun, wo es volljährig ist, mal anfängt, sich auch einigermaßen angemessen zu verhalten. Allzu viel Hoffnung mache ich mir da allerdings nicht. Im Gegenteil. Ich habe so den leisen Verdacht, dass wir es hier mit einem Spätentwickler par excellence zu tun haben. Ich meine, man schaue sich nur mal das 20. Jahrhundert im Vergleich an. Da war noch alles in Ordnung mit dem biologischen Fahrplan. Entsprechend hat es sich in der Pubertät, also zwischen 14 und 18, mal so richtig ausgetobt, Grenzen ausgetestet und sich selbst durch sein exzessives Verhalten irreparable psychische Schäden zugefügt. Danach kam dann die Zeit des stilvollen Feierns und Jungseins in den 20ern. Mit 39 dann eine etwas verfrühte und zu lange Midlife-Crisis. Bis zur Rente hat man sich bemüht, deren Schäden zu beseitigen. Nur es hat auch einigermaßen geklappt, sodass sich das Jahrhundert sein gesamtes Rentnerdasein lang schön auf festgefahrene Positionen zurückziehen konnte, wie sich das für alte Leute gehört. Bis dann doch kurz vor dem Ende nochmal sowas wie eine Öffnung für das Andersartige stattfand. Und jetzt? Für ein Jahrhundert, das schon volljährig geworden ist, haben die Hormone bis jetzt beängstigend wenig verrückt gespielt. Nicht, dass das alles noch bevorsteht mit der Pubertät. Die Exzesse, die Pickel, der erste Rausch. Obwohl, den erleben wir vielleicht gerade mit den ganzen merkwürdig lauten, gewaltbereiten und sich schlecht artikulierenden Führern und Bewegungen dieser Welt. Naja, vielleicht leidet das neue Jahrhundert ja aber auch unter einer seltenen Hormonstörung. Und sowas wie die Pubertät bleibt einfach aus. Lasst es uns hoffen, denn sonst stehen uns finstere Zeiten bevor. In der Recherche zur heutigen Sendung haben wir feststellen müssen, dass sich über die Feiertage und den Jahreswechsel eine veritable Nachrichtenflaute entwickelt hat. Es gab einfach nichts zu berichten, ähnlich dem vielgerühmten Sommerloch. Das scheint allerdings kein neues Problem zu sein. Sogar die seriösesten Nachrichtenmagazine dieses Landes haben damit zu kämpfen. Hier sind zum Beispiel die ersten Cover des Jahres seit 2015 im ultraseriösen Stern. Einfach schlank. Leichter schlank. Einfach schlank. Richtig schlank. Stark für ein politisches Magazin. Wir haben uns also gedacht, dass wir Ihnen die unterhaltsamsten Blüten dieses Newslochs nicht vorenthalten wollen. Erstens. Schwarmintelligenz. Tolle Headline.
Schwarmintelligenz ist wahrscheinlich ein Wort, das uns Deutschen im neuen Jahr nicht allzu oft begegnen wird. Zweiter, Ulrich Wegener, ehemaliger Chef des GSG 9, ist gestorben. In jeder anderen Jahreszeit wäre das nicht mal ein Thema, geschweige denn eine Schlagzeile, geschweige denn eine Titelseite. Und heute ist es die Titelseite in mehreren Medien. Drittens, Affe im Auto. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so besonders ist. Mir begegnet das auf deutschen Autobahnen ziemlich häufig. Viertens, Stasi-Schnipselmaschine. Was wurde aus der Stasi-Schnipselmaschine? Tricky, sehr, sehr tricky. Vielleicht ist sie ja in der Stasi-Schnipselmaschine gelandet. Niemand weiß es. Fünftens, das neue Album von Justin Timberlake. Was wir jetzt schon über Justins Comeback wissen. Es ist von Justin Timberlake. Und er hat wohl auch bei ein, zwei Texten mitgeschrieben. Sechstens, 1000 Euro. Mit 1000 Euro kann man zu allem Nein sagen. Hier haben Sie 2000 Euro. Nein, danke, ich habe schon 1000. Siebtens, Abnehmen bei Diät. Die 10 besten Hilfsmittel für Abnehmen bei einer Diät. Platz 1 ist übrigens, die Diät einhalten. Achtens, Tagesschau-Kollegin Karin Mioska ist kleiner als ihr Kollege. Au, Wirrwarr, was war da los? Die ARD hat recherchiert und ist darauf gekommen, sie hat einfach irgendwann aufgehört zu wachsen. Neuntens, keine Ahnung. Wir auch nicht. Zehntens, was die Deutschen am liebsten essen und was nicht. Also alles, was die Deutschen nicht am liebsten essen, das essen sie nicht am liebsten. So viel steht fest. Elftens, Deutschland döst. Offensichtlich vor allem die Redakteure. Jetzt aber zurück zu echten Nachrichten. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, oder auch BMEL, weiß nicht, veröffentlichte vor kurzem den Ernährungsreport 2018. Und jetzt passt gut auf. Demnach geben 9 von 10 der Deutschen beim Thema Tierschutz an, für Lebensmittel aus artgerechter Haltung mehr Geld ausgeben zu wollen. Wurde man allerdings konkreter, so ging es mit der Bereitschaft sofort wieder bergab. Der Markt an Biofleisch liegt immer noch deutlich unter 5%. In vielen Punkten dieser Studie zeigt sich ein so großes Maß an Doppelmoral in der Bevölkerung, dass man sich fast schon darüber freuen darf, wenn die Leute zwar schlecht konsumieren, aber das wenigstens zugeben. Das führt uns unweigerlich zu einer der schlimmsten und besorgniserregendsten Nachrichten noch aus dem Jahre 2017. Wie Sie alle bereits gehört haben, hat sich in Deutschland der Bestand unserer allerliebsten Nutztiere um 50-80% verringert. Kühe, fragen Sie sich? Schweine? Der Vogelstrauß? Nein, die Bienen. Ja, genau, die nervigen Viecher, auf die 23% der Deutschen allergisch sind. Diese insektoiden Vollspacken, die nicht wissen, was Besitzverhältnisse sind. Zum Beispiel mein Haus, dein draußen. Und die dann nicht mal durch ein offenes Fenster wieder rausfliegen können und stattdessen lieber 1000-mal gegen die Scheibe fliegen, um danach wieder sinnlos endlose Kreise im Zimmer zu drehen. Die meine ich. Okay, also du jetzt? Genau. Ich krieg das nicht hin. Es ist direkt über dir. Die Höhe Lautstärke ist ein Problem. Ja, okay, fliegen Sie nicht aus dem Fenster. Einfach, nein. Hier oben vielleicht? Ist es links? Oben? Nein, hier auch nicht. Wie viele Augen hast du, oder? Wie viele? Ja, genau so viel wie Sie. Einfach nur, dass ich kapier's nicht. Oh mein Gott. Was soll Sie mir sagen wollen? Du bist direkt davor. Also fliege ich einfach wieder rauf. Dabei wird uns jetzt erst deren drastischen mit deren drastischen Verschwinden bewusst, wie sehr wir diese kleinen nervigen Scheißdinger eigentlich brauchen. Obwohl schon Albert Einstein gesagt hat, wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, dann hat der Mensch noch 4 Jahre zu leben. Ich meine, der Typ hat die Relativitätstheorie aufgestellt und Gravitationswellen vermutet, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da hätte man diese Drohung ja mal ernst nehmen können. Und ja, an der Theorie ist tatsächlich was dran. Denn die Bienen sind zum Beispiel dafür verantwortlich, Pflanzen zu bestäuben und ihnen so ihr Fortbestehen zu sichern. Für die einfach Gestrickten unter uns, Manni, du bist gemeint, ohne Bienen keine Pflanzen. Ohne Pflanzen kein Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein Leben. Das verdeutlicht, wie abhängig alle Lebewesen auf diesem Planeten voneinander sind. Stellen Sie sich das Leben auf der Erde einfach wie die Wirtschaftsbeziehungen verschiedener Staaten vor. Der Mensch wäre,
die USA oder China. Und die Bienen wären zum Beispiel wir Deutschen. Nicht besonders groß, oft ziemlich nervig, aggressiv, von Hause aus ein bisschen dämlich, aber doch so bedeutsam, dass man merkte, wenn es sie plötzlich nicht mehr gäbe. Die Kette der gegenseitigen Abhängigkeit wäre unterbrochen. Gut, politisch gesehen würde es vielleicht gar nicht so viele Länder stören, wenn es Deutschland nicht mehr gäbe. Der Franzose wäre froh, der hätte endlich gewonnen. Der Pole würde wahrscheinlich müsste endlich nicht mehr seine Frau in der Spargelstechsaison an deutsche Männer verlieren. Der Ösi hätte kein schlechtes Gewissen mehr wegen der fragwürdigen historischen Figuren, die eigentlich aus seinem Land stammen. Und dem Schweizer würden nicht mehr die horrenden Löhne in ihrem Land von ätzenden wirtschaftsflüchtigen Teutonen weggenommen, die dann alles jenseits der Grenze in ihrer eigenen Heimat verbraten. Genauso gäbe es sicher auch einige Spezies, die es schon kaum erwarten können, dass endlich ausnahmslos alle Scheißbienen ausgerottet werden. Zum Beispiel der Mensch oder so ziemlich jedes andere Säugetier auf diesem Planeten, dem die Biene einfach nur hart auf den Sack geht. Aber zurück zum Problem. Woran liegt es, dass sich der Bienenbestand so überaus drastisch reduziert? Grundtenor in so ziemlich jedem Fachmagazin und Bericht ist intensive Landwirtschaft. Gemeint ist zu intensiver Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Das Thema Glyphosat müssen wir an dieser Stelle nicht auch noch breittreten und vor allem keine Pro- und Contra-Rechnung aufmachen, denn es ist schlichtweg pures Gift, mit dem da gearbeitet wird. Da gibt es keine Diskussion. Die Folgen sind die Entstehung von Monokulturen. Ganze Lebensräume, die für Bienenwachstum wichtig zur Nahrungsaufnahme sind, wie Streuobstwiesen, Hecken oder Haine, gehen verloren. Zusammengefasst, in einigen Teilen Deutschlands ist der Bienenbestand mittlerweile um bis zu 80% zurückgegangen. Was bedeutet das? 80% weniger Pflanzen werden bestäubt. 80% weniger Tiere, die Bienen zur Nahrungsaufnahme brauchen, können sich ernähren. 80% weniger Tiere, die Tiere wiederum zur Nahrungsaufnahme brauchen, etc. pp. Albert Einstein hat also recht, wenn er den Fortbestand der Menschheit anzweifelt, sobald die Bienen weg sind. Was können wir tun? Schwierig. Urban Gardening vielleicht oder nur noch beim Biobauern auf dem Wochenmarkt einkaufen. Oder Bündnis 90 Die Grüne. Nee, das geht zu weit. Ach, Bündnis 90 Die Grünen, apropos Bigotterie. Da hätten wir als nächstes NetzDG. Na? Heute schon gesperrt worden? Seit dem 01.01.2018 haben wir in Deutschland eine neue Exekutive. Und diese heißt unter anderem Facebook, Twitter und YouTube. Glauben Sie nicht? Dann zeigen wir Ihnen hier mal den neuesten, unfassbar schnell verabschiedeten und durchgewunkenen Gesetzestext. Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte. Der Anbieter eines sozialen Netzwerks muss ein wirksames und transparentes Verfahren nach Absatz 2 und 3 für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte vorhalten. Der Anbieter muss Nutzern ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständig verfügbares Verfahren zur Übermittlung von Beschwerden über rechtswidrige Inhalte zur Verfügung stellen. Paragraph 2. Das Verfahren muss gewährleisten, dass der Anbieter des sozialen Netzwerks erstens unverzüglich von der Beschwerde Kenntnis nimmt und prüft, ob der in der Beschwerde gemeldete Inhalt rechtswidrig ist und zu entfernen oder der Zugang zu ihm zu sperren ist. Einen offensichtlich rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde entfernt oder der Zugang zu ihm sperrt. Dies gilt nicht, wenn das soziale Netzwerk mit der zuständigen Strafverfolgungsbehörde einen längeren Zeitraum für die Löschung der Sperrung des offensichtlich rechtswidrigen Inhalts vereinbart hat. Jeden rechtswidrigen Inhalt unverzüglich, in der Regel innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Beschwerde entfernt oder den Zugang zu ihm sperrt. Die Frist kann überschreiten, bla bla. Das heißt, ich meine, wenn in der deutschen Gesetzgebung schon mal was schnell funktioniert, dann ist das eh schon mehr als verdächtig. Aber was bedeutet das genau? Deutsches Recht wird nicht mehr von deutschen Staatsorganen durchgesetzt, sondern muss jetzt allein schon aus wirtschaftlichen Gründen von Mark Zuckerberg gesprochen werden. Denn wenn Mark Zuckerberg nicht vorsichtig genug neue Beiträge sperrt und nur ein bisschen zu tolerant unterwegs ist, dann muss er diese horrenden Millionenstrafen zahlen. Das NetzDG führt jetzt schon zu sogenanntem Overblocking. Meinungsfreiheit wirkt massiv eingeschränkt. Erstes Opfer ist unser Everybody's Darling aus dem Bundestag, Beatrice von Storch. Die gesichtsgewordene Perspektivlosigkeit der Deutschen. Am 01.01.18 twitterte sie folgenden, wie ich finde, sehr poetischen Text.
Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch? Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen? Diesen Post nahm Twitter zum Anlass, um Frau von Storchs Account vorübergehend zu sperren. Und das übrigens 20.56 Uhr am 31. Dezember. Also rückwirkend, noch vor Inkrafttreten des Gesetzes. Ein Zufall? Eine Verschwörung? Lügenpresse? Endlich Gerechtigkeit? Na, vielleicht muss man in diesem spezifischen Fall gar nicht so viel Mitleid haben. Aber das NetzDG gilt auch für Humor und Satire. Um 24 Stunden später postete das bekannteste Satiremagazin Deutschlands, die Titanic, als Reaktion: Weshalb verwendet eigentlich die deutsche Polizei arabische Zahlen? Ich will doch nicht 110, wenn diese Barbarenhorden mich vergewaltigen wollen. Für diesen Tweet wurde der Titanic-Account ebenfalls gesperrt. Dieser wurde zwar einen halben Tag später wieder freigeschaltet, nach einem weiteren Post, weshalb verwendet, und schon ist es wieder passiert, auch bei Titanic werde ich von Twitter zensiert, Alice Weidel, nach einer halben Stunde wurde er wieder gesperrt. Wenn also sogar offenkundige Satire nicht mehr durchgeht, weil sie dem Gesetz widerspricht und Twitter und Facebook entscheiden, was erlaubt ist und was nicht, wo soll das hinführen? Soziale Netzwerke sind laut Gesetz verpflichtet, alle sogenannten Hassbeiträge innerhalb von 24 Stunden sperren zu lassen. Folgendes. Das bedeutet also entweder, dass all diese Dienste, keine Ahnung, tausende von neuen Mitarbeitern einstellen müssen, die sich den ganzen Tag darum kümmern, alle Hasskommentare dieser Welt ausfindig zu machen und zu löschen. Oder nicht mal das würde ja reichen, weil man bräuchte ja ausgebildete Juristen, die das tun. Twitter, Facebook und Co. müssen sich also tausende Anwälte leisten, die überprüfen, ob etwas rechtswidrig ist oder nicht. Oder, keine Ahnung, sie erfinden einfach einen Algorithmus, der Hasskommentare aufgrund von Wortstellungen und oder Formulierungen ausfindig macht und automatisch löscht. Nochmal die Frage, wo soll das hinführen? Hä? Alle Nachbarn sind morgen herzlich zum Schneeräumen in unserer Straße eingeladen. Für Mittagessen und Tee ist gesorgt. Findet euch 12 Uhr bei uns ein. Könnte einer vielleicht noch einen Besen mitbringen? Alle Nazis sind löschen! Sofort löschen! Seid also bitte gewarnt und achtet darauf, was ihr im Netz so hinterlasst. Es könnten eure letzten Worte sein, auch wenn ihr nur nett sein wollt. Ich freue mich sehr über deinen Kommentar. Du bist sehr hübsch. Fick dich. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt, zum allerersten Mal in dieser Sendung einen Gast begrüßen zu dürfen. Einen ganz besonderen Gast heute. Es handelt sich um Clemens Meyer. Schriftsteller, geboren am 20. August 1977 in Halle, aufgewachsen in Leipzig. 2006 kam sein Debütroman Als wir träumten heraus, der mittlerweile von Andreas Dresen, einem der besten deutschen Filmemacher, verfilmt worden ist. Er wurde von der Welt damals als der lang ersehnte Wenderoman gefeiert. Und seitdem gilt Clemens Meyer so ein bisschen als das Enfant terrible der deutschen Literaturszene. 2008 veröffentlichte er Die Nacht, die Lichter, 2013 Im Stein und 2017 Die stillen Trabanten. Das sind nur eine Auswahl. Dazu gibt es noch unzählige andere Bücher, Hörspiele, Theater. In der Presse hat er viel veröffentlicht. Und dazu noch einen Haufen Literaturpreise begonnen. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Clemens Meyer. Schon mal Getränke besorgt? So. Bitte sehr. Ich habe jetzt. Funktioniert das jetzt? Wir müssen das hier gleich mal kurz schneiden, weil der Ton Probleme hat. Ist es jetzt wieder online?
Sehr gut, vielen Dank. Clemens, schön, dass du da bist. Wie lange kennen wir uns schon? Ein paar Jahre? Ja, seit Leipzig. Ja, seit ich würde sagen. 13 mindestens. Wahrscheinlich ja, sowas. Ja. Vor 2 Jahren war ich mal in einer Late Night von dir zu Gast im Zentralpalast in Leipzig. Ja, Late Night wäre da jetzt ein bisschen zu viel. Also das war das Stallgespräch einer Seefahrt, die ist lustig und du spieltest einen oder warst einen. Den spielen du und andere, wir sind es. Du warst ein Seemann. Ganz genau. Und jetzt als Revanche warst du so nett, uns hier mit deiner Anwesenheit zu beglücken. Und darüber freue ich mich sehr und ich hoffe, die Leute da draußen auch. Clemens, erzähl mir doch mal, woran du gerade arbeitest. Erstmal an dem Whisky. Ja, leider ist gut. Ein Bomo, habe ich gesagt. Ja, ein Bomo 12 Jahre. Ja, ist ein guter. Da schmeckt man das Rauch im Glas. Das ist von der Insel Isla, man kann auch Ila sagen. Und ein Scottish Isla Malt, ein Single Malt. Aber woran ich arbeite, ich habe am 1. Januar, also zu Neujahr, war ich wirklich am Schreibtisch und habe ein großes Radio-Essay, als 50 Minuten Sendelänge haben sollte, über den NSU zu Ende geschrieben. Das war sehr anstrengend und des Weiteren... Also nicht wegen dem NSU, sondern wegen, also das Radio-Essay. Ja, das müsste 50 Minuten, also nicht 50 Seiten wie im Film. In dem Drehbuch sind es übrigens wirklich eine Minute ist eine Seite. Ist das so? Auf dem Theater sagt man immer, 3 Minuten ist eine Seite, wenn sie auf der Bühne stattfindet. 2 bis 3 Minuten. Ne? Wenn ich also zum Beispiel aus dem Stein eine Seite lese, ungefähr 3,50. Schreiben... Also in der Nacht oder so. Ja, klar. Ja, also so ist das alles unterschiedlich. Aber wobei ich denke, das Radio-Essay habe ich beendet und jetzt mache ich weiter. Ich schreibe eine Neufassung eines Theaterstückes von, ich weiß gar nicht, ob man Eugene sagt oder Eugen. Nee, Eugene ist, glaube ich, richtig. Wahrscheinlich Eugen, ne? Eugen O'Neill. Eugen, ein sehr guter, sehr bekannter, also sehr beliebter norddeutscher Name. Ich habe einen Onkel namens Eugen in Greifswald und Eugen O'Neill. Ja, wie der NSU sagen würde. Eugen O'Neill. Eugen O'Neill. Na, vorsichtig. Also, der Eugen O'Neill. Ja, das, also man sagt ja auch, Mick, nee, wie sagt man Mickey? Hat man früher Mickey Muse gesagt? Nee, ich glaube nicht. Nicht, ne? Ich glaube, das ist schon immer Mickey Maus. So Mickey Maus, so dumm war man nicht. Nee, weil das also Wort im Deutschen auch einfach Maus ausgesprochen wird. Das ja. Aber Eugen O'Neill jedenfalls hat ein Stück geschrieben, der haarige Affe. Und tatsächlich habe ich ein Wort eine Wortkreation von Gauland verwendet. Mhm. Und zwar nannte er die AfD einen gärischen Haufen. Wir sind ein gärischer Haufen. Das hat mich so beeindruckt, dass ich jetzt, das spielt im Unterdeck eines Schiffes, eines Ozean, eines großen Ozeandampfers, der nach New York fährt, ja. Über England. Und die Arbeiter am Unterdeck, habe ich jetzt dieses Wort verwendet, die sind ein gärischer Haufen. Das fand sehr ich beeindruckend. Gut. Also vielen Dank an Herrn Gauland dafür. Danke an Alexander Gauland mal an dieser Stelle. Das passiert selten genug, dass man ihm für irgendwas danken darf. Also ich danke ihm für zweierlei. Erstmal für den geilen Schlips, den er immer hat. Ja, und ich sammle ja Krawatten, aber ich trage sie nie. Ich trage nie eine Krawatte, aber ich sammle welche. Das ist ein kleines Paradox. Aber ich wollte eigentlich mit den Haaren... Wie viele hast du? Das ist eine kleine Sammlung, also so 20 ungefähr. Oh, das ist so amtlich. Ich glaube, ich habe 7 oder so. Ich trage sie ganz selten. Also ich glaube, wo wir den gemeinsamen Abend hatten, da habe ich möglicherweise eine getragen, aber ich kann mich nicht richtig daran erinnern. Ich weiß es auch nicht mehr. Der artete Abend. Von dem Abend ist einiges verschwommen. Ja, das war ein schöner Abend. Und, aber wir kommen überhaupt nicht zur Potte. Eugen O'Neills Stück Der haarische Affe, das schreibe ich gerade eine Neufassung. Ach, sehr schön. Fürs Schauspiel Frankfurt und... das wird, glaube ich, im Herbst uraufgeführt dort, als Spielzeitöffnung, glaube ich sogar, was eine große Ehre ist. Und der muss man sich jetzt würdig erweisen und es läuft eigentlich ganz gut. Ist nicht deine erste Übersetzung aus dem Englischen, ne? Ich habe mal Gedichte übersetzt, beziehungsweise neu nachgedichtet. Ich dichte auch dieses Stück nach. Also ich will natürlich jetzt, zum Beispiel taucht da das Wort doleful auf. Ich weiß nicht genau mehr, was das heißt, the doleful auf Englisch. Weiß das jemand? Und his doleful voice. Und bei mir hat er dann eine Stimme wie eine traurige Dole. Also so übersetze ich. Aber das ist also so ein bisschen phonetisch auch. Ja, absolut phonetisch. Das Vorkasel eines Schiffes, das ist eigentlich nur das Vorschiff, da habe ich das Wort Burg natürlich. Dann wird daraus eine schwimmende Burg. Und also man muss es dann doch transformieren und verändern in so einer Neufassung. Aber ich habe mal Hundegedichte
also Gedichte, Poems about, nee, Docs Poems oder irgendwie sowas hieß das. Das habe ich mal nachgedichtet, ja, vor eine längere Zeit. Jetzt mal zurück zu diesem NSU-Hörspiel, ja. Mir begegnen in letzter Zeit relativ häufig, seit dieser Bundestagswahl natürlich noch immer mehr, die Frage, warum gerade im Osten dieses Landes, wo du ja herkommst, geboren bist, aufgewachsen bist, worüber auch über die Wende hast du ja deinen berühmten Debütroman geschrieben. Woher kommt diese gärende, wie was? Das ist die AfD, da geht da schon der Fehler los. Da muss ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich differenziert. Ja, aber ich meine nur, da gärte natürlich einiges. Da gärte einiges unter dem Teppich, das stimmt. Aber in gärischen Haufen waren die drei auf jeden Fall nicht, obwohl das ja natürlich mehr als drei gewesen sein müssen. Ja. Da das ja, also jegliche Untergrundbewegung, muss das jetzt mal, ich nenne es jetzt mal so, auch wenn das sicher nicht korrekt ist, jeglicher Zelle im Untergrund liegt ein Netzwerk zugrunde. Ob das bei kleinen Bewegungen oder bei großen waren, ohne eine Vernetzung kann das natürlich nicht arbeiten. Die darf allerdings in dem Fall, kann sie nicht so riesig gewesen sein, obwohl allein diese ganzen V-Männer, in meinem Essay nenne ich das die V-Mann-Polka, und dann kommt tatsächlich so erstmal 30 Sekunden, Minuten hätte ich fast gesagt, die Fuchsgraben-Polka. Ich habe 50 Minuten Radio geschrieben, davon sind 30 Minuten Polka. 30 Minuten Polka. Nein, aber tatsächlich ist es so gewesen, dass ich merkte, ich kann mich diesem Phänomen, es ist nichts zu verstehen. Ich stoße immer wieder an meine Grenzen und habe dann eben auch zum Beispiel 11 kleine Musikstücke damit reingenommen. Also das Chaos, was im Prinzip aus dem dieser NSU, das ist ja eine Eigenbezeichnung, die haben das ja nicht, also das ist ja wie die AF sich selbst AF genannt hat, hat der NSU sich selbst NSU genannt, aber erst nach dem Tod zweier dieser Mitglieder haben sie es öffentlich gemacht. Das führt alles sehr weit. Also es ist wenn man sich da mehrere Wochen, so lange hat das ungefähr gedauert, also die ganze Weihnachtszeit habe ich im Prinzip mit dem NSU verbracht. Schön. War genau das Thema, das man in der Zeit haben will. Ja, in der stillen Zeit des Jahres. Man hat dann gedacht, wenn man so ein Paketchen verschnürt hat oder aufgemacht hat, Vorsicht, nicht, dass jetzt irgendwie plötzlich wie der Springteufel oder man wachte auf und Beate saß im Zimmer. Die ist ja aber lebt ja noch, die ist ja im Gefängnis. Und der drei gute Anwälte, Heer, Stahl und Sturm? Das ist übrigens, also das ist so gewesen, das hat sie meiner Meinung nach bewusst so gewesen. Das würde ich auch denken. Das ist, also damit setzt sich das fort, was der NSU im Prinzip damit gemacht hat, dass er sich nicht geoutet hat. Das klingt jetzt ein bisschen schwul, aber dass er sich nicht bekannt hat zu den Morden. Da muss man ja wirklich aufpassen, die haben ja mindestens 10 Leute umgenietet. Und damit ging eine Verhöhnung der Opfer einher, weil die natürlich gemerkt haben, die denken, das sind ihresgleichen, die denken, das ist ein türkischer Bandenkrieg, ein Drogenkrieg, wir lassen das mal schön so, damit wollen wir genau das, wollen wir eigentlich erreichen. Und sie führt das eigentlich fort und nennt dieses Stahlsturm und Heer. Da hätte natürlich irgendjemand sagen müssen in der Justiz, so geht's nicht. Aber man darf sich natürlich die Pflichtverteidiger selber frei wählen. Also, ob das also ist, ich weiß es nicht. Also es ist ein weites Feld und man verzweifelt darüber, aber wir haben ja zum Glück auch gute Sachen im Osten. Ja, natürlich. Leipzig ist eine wunderschöne Stadt, aber auch selbst in Leipzig, ich meine, ich glaube, es war nicht letztes Jahr, sondern im Jahr 2016 gab es ja tatsächlich mal einen Vorfall, wo echt marodierende Banden von Rechten durch die Südvorstadt gezogen sind, Dönerbuden eingeworfen haben und so. Das gab einen winzig kleinen Beitrag irgendwann mal in der Tagesschau. Ich frage mich, warum, also ist das, meinst du, es gibt da eine Verschleierung? Ich will jetzt nicht das Lügenpresse-Argument aufmachen oder so, aber sind die deutschen Medien auf dem Rechenauge vielleicht ein bisschen blind, beziehungsweise auf dem... Das auf dem rechten oder auf dem linken Auge, das also glaube ich bin übrigens auf dem... Was sind das, welche Seite? Ich verwechsel sogar das. Also ich habe eine Links-Rechts-Schwäche, um jetzt mal diese Frage adäquat zu beantworten. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Ich höre auf dem linken Ohr null. Ja, ich bin also auf dem linken Ohr taub. Also auf dem rechten Auge... Deswegen sitzen wir übrigens auch so. Ja, deswegen bin also auf dem rechten Auge nicht blind, aber ich glaube, nein, glaube ich nicht, im Gegenteil. Also ich glaube, dass wir da eine... Ich glaube eher, dass es in Sachsen oder anderswo, auch im Westen, die Entnazifizierung im Westen, die nicht stattfand, in der DDR wurde wenigstens in den höheren Ebenen entnazifiziert, wurde da aber vergessen, dass auch unten ein gärischer Haufen existierte. Ja. Ja. Und da wurde einiges außer Acht gelassen. Im Westen war es
so, dass man oben nicht entnazifiziert hat und unten auch nicht. Und man, also das ist natürlich, wir sprechen da hier von einem, wir sind ja jetzt in Gesamtdeutschland, also das eine beeinflusst das andere. Also jetzt zu sagen, der AfD ist eine ostdeutsche Phänomen, das ist auch Quatsch. Also das ist sicher Quatsch. Es aber gab zum Beispiel Anfang der 90er oder 89 den berühmten Neonazi Kühnen, der sofort in die, da einen Plan, ich hatte einen bestimmten Namen auch, ich habe es vergessen, die arbeiteten sehr eng zusammen mit amerikanischen Nazi- und Neonazi-Organisationen, in den Osten sofort zu gehen und dort die durchaus vorhandenen Bestände von Neonazis, denn die waren da in den 80er Jahren, das kann sich, lässt sich nicht leugnen, aber die waren sozusagen führungslos, die waren ein bisschen orientierungslos, stolperten da rum durch die leeren Konsums und die haben den Kühn rübergeschickt, der war aber, der hatte AIDS, der starb dann, der konnte nicht weitermachen. Mhm. Und das ist alles ein bisschen bitter, oder? Wenn man, sich das, wenn man lachen will, man weinen. Ja, man weiß es nicht so genau. Weiß es nicht so richtig, aber ich glaube zumindest, dieses Problem ist sehr vielschichtig. Also da müssten wir hier, da musst du mich jetzt noch dreimal einladen, dann können wir das erörtern. So jeden das Abend, sein. Jeden Abend, und dann habt ihr aber, dann habt ihr nicht nur vier, dann habt ihr drei, dann habt ihr zwei, dann ist irgendwann die Bude leer. Das mit den vier bezahlten Karten war, glaube ich, ein Witz. Das sieht eigentlich ganz gut aus heute hier. Sieht gut aus, ja. Jetzt sind wir, also ne, wir haben über die 80er gesprochen, jetzt kommen wir zur Wende, womit ich gerne überleiten würde. Du hast deinen ersten Roman, Als wir träumten, geschrieben. Ich möchte gerne reden über Political Correctness in der Literatur. Im Literaturbetrieb in Deutschland, ich meine, wir kennen alle die Geschichten, ja. Pippi Langstrumpf muss umgeschrieben werden, weil das Wort Negerkönig vorkommt. Ich finde die übelste Auswuchs dessen gab es beim Theatertreffen letztes Jahr, als ein Stück, das 89-90 heißt, das sich mit Neonazis zur Wendezeit beschäftigt, dass da die Figuren nicht mehr das Wort Neger sagen dürfen, obwohl das ein historisch, also sozusagen ein historischer Bericht ist, in dem das ganz klar auch kritisch auftaucht. Da frage ich mich dann schon, überschreiten wir da eine Grenze? Erlebst du da was? Also ich meine, in Als wir träumten werden ja solche Szenen auch beleuchtet und werden vorkommen. Und hast du da schon Erfahrungen mit gemacht als Schriftsteller, dass man da irgendwie Ärger bekommt? Wie siehst du das Thema? Also es ist schwierig. Also erstens mal, für mich ist sowas immer Figurensprache. Ich gehe aber so weit sogar, dass ich in diesem angesprochenen Radio-Essay jetzt in einem, das besteht aus 10 Teilen, 10 Tote, 10 Teile, das Wort Neger durchgehend versuche zu benutzen. Ja, also nicht nur in der Figurensprache, sondern in der Sprache der Sendung. Weil es natürlich ein Jargon ist, der eine Geschichte hat. Indem ich das jetzt ausblende, blende ich auch die Entwicklung dahin und auch davon hingehend weg. Ich mag vielleicht ein bisschen dumm sein, aber ich finde, es gab im Osten Jargon für schwarze Afrikaner, das ging von Kohle, Brikett, ja, auch im Westen. Ja. Und das berühmte Neger-Neger-Schornsteinfeger, unter dem im Westen die Kinder der amerikanischen GIs zu leiden hatten, das kommt von daher. Oder es wird wahrscheinlich sogar noch von viel eher kommen. Und das Rottimoor. Und das finde ich aber gar nicht so schlimm. Ich meine, man muss da echt ein bisschen aufpassen. Neger, Negro, darf man das Wort Negro im Englischen nicht mehr benutzen. Also, ich bin da. Heiner Müller hat in einem berühmten Interview gesagt, nach dem Büchnerpreis, den er bekommen hat, irgendwann in den 80er Jahren, ich bin ein Neger. Also, er meinte, wenn ich in den Westen gehe, bin ich ein Neger. Ich würde das Wort auch jetzt nicht benutzen, wenn ich einen Neger treffe. also, ein Schwarzafrikaner. Nein, ich will das. Natürlich, wo beginnt der Rassismus? Und indem ich dieses Wort benutze hin und wieder, begebe ich mich natürlich auf ein Glatteis und stelle mir auch selbst eine Falle und sage, und sowas wie der NSU, da kommen wir wieder dahin zurück, das entsteht natürlich aus einer Situation, die letztendlich auch zu uns allen zurückführt. Ja. Wir haben das zugelassen, muss man so sagen, wir haben das zugelassen, mit allen Pathos muss man sagen, wir haben das zugelassen, im Osten wie im Westen. Aber sicher wird nicht die Zensur von Wörtern aus alten Büchern dazu führen, sondern im Gegenteil, die wird den Prozess umdrehen, denn dann vergesse ich die koloniale Vergangenheit, dann kann ich meinen Kindern nicht mehr sagen oder wem auch immer, das wurde früher so gemacht, wir machen das heute aus dem Grund nicht mehr, wir haben jetzt andere Wörter. Ja. Oh ja. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde, man lagert einen Konflikt aus. Ein Konflikt, der offensichtlich da ist in der Gesellschaft, wird einfach nicht mehr besprochen, weil man Worte verbietet. Ja, so fühlt sich für mich an. Also ich finde das tatsächlich eine beängstigende Entwicklung, dass in einem Bühnenwerk eine Zeitsprache nicht mehr verwendet werden darf. Da könnte ich Celine und sonst was alles wegschmeißen. Oder auch, auch in vielen anderen, also bei Beckett oder überall kommen diese Worte vor. Das ist, also da muss man aufpassen. Ich finde, so muss man eh aufpassen, was politische Korrektheit betrifft.
als Künstler, als Schriftsteller, als wie auch immer, da muss man, da habe ich eher so einen Instinkt, dass ich sage, da bin ich jetzt lieber politisch unkorrekt, ja, weil ich nicht mich in diese Ecke bewegen will. Ich will mich auch einer NSU, und das wird schwierig, einem NSU nicht so nähern, dass ich sage, natürlich verurteile ich das, das ist ja keine Frage, man ist ja nicht dumm, aber ich will mich denen jetzt nicht mit einer Moral, selbst diesen grotesken Dingern nicht mit einer moralischen Holzkeule nähern, sondern irgendwie anders da reinkommen, über das Mittel der Farce, über das Mittel der Groteske, ja, über das Mittel des Actionfilms oder was weiß ich. Wohl wissen, dass da irgendwo Leute sitzen, die da Angehörige verloren haben, das macht es schwieriger. Und damit macht man sich auch angreifbarer, aber das ist alles viel komplexer, als jetzt einfach zu sagen, jetzt sehe ich mir das an, von oben herab, natürlich von wo sonst, oder nein, lieber von unten herab, und dann wird nichts draus. Also da habe ich immer so einen Reflex, dass ich sage, da begebe ich mich lieber auf die andere Seite und frage den und frage mich, haben nicht sogar, also Gauland oder so, haben die vielleicht sogar recht mit allem, was denen sagen? Und dann versuche ich nachzugehen und sage, nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber also so gehe ich an Sachen ran. Ja, ja, man muss, also, ne, wenn wir vom Thema der Political Correctness, die wird ja mittlerweile auch instrumentalisiert von der neuen Rechten sozusagen. Wir haben vorhin, wir haben so ein kleines Vorgespräch gehabt, haben wir über die Frankfurter Buchmesse letztes Jahr gesprochen, über die Identitären, die wir... kann man vielleicht noch so einen Whisky besorgen unten? Klein. Ein Beaumont, ja. Klein? Sehr gut. Ein kleines, wirklich nur. Ein kleines Glas Beaumont, 12 Jahre. Ordentlichen identitären Einen ordentlichen Beaumont, identitären, ja. Scotch. Ja. Nein, wir haben das auch als Thema in einer der Sendungen hier schon gehabt. Die Identitären, die auf der Frankfurter Buchmesse ihre Bücher präsentieren durften, sozusagen. Die dort auch gesprochen haben. Und die ja natürlich eben mit ihrer neuen Smartness, mit ihrer Hipness, mit ihrer Nutzung der sozialen Medien und auch ihrer politischen Korrektheit, die sie an den Tag legen und sich damit nicht angreifbar machen, eben, was du eben schon beschrieben hast, ganz richtig, diese Political Correctness wieder in eigentlich einen Umkehrschluss bewegen, sozusagen. Das Problem ist, dass dieser Kubitschek, der macht selber Ziegenkäse. Und ich esse verdammt keinen Ziegenkäse. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich jetzt bei Kubitschek auf dem Hof wäre, ich würde wahrscheinlich erst mit ihm seinen ganzen scheiß Ziegenkäse wegfressen. Und ja. Also so würde ich sagen, so gehe ich an die Sache ran, aber das ist natürlich ein bisschen Spaß, ne? Ja, obwohl natürlich überhaupt keiner lacht, aber ich sage mal, der beste Spaß ist der, wenn man selber lacht. Also ja, finde ich auch. Finde die Vorstellung, dass ich jetzt bei Kubitschek auf dem Hof... Nur deswegen mache ich die Sendung hier. Stell dir mal vor, ich komme mit meinem Ökomobil bei Kubitschek auf dem Hof reingefahren, in Sachsen-Anhalt, er ist ein Westdeutscher in Sachsen-Anhalt, und fahr da rein und fress den einfach seinen ganzen Ziegenkäse. Ich finde das super lustig. Ja? Finde ich auch nicht schlecht. Nicht, dass man damit irgendwelche Probleme gelöst hätte, aber es ist überhaupt eine groteske Figur, dieser Kubitschek, also dass er sich da niederlässt in Sachsen-Anhalt und da er auch gerne eingeladen wird von sogenannten, sag ich mal, oder rechtskonservativen Intellektuellen, die mit ihm den Dialog suchen. Also ich weiß über die Causa Kubitschek, außer dass er selber Ziegenkäse macht, was mich immer wieder fasziniert, ein bisschen zu wenig. Ich müsste wirklich mal bei ihm vorbeifahren und sagen, Björn, grüß dich, ich bin's. Wie weit ist weg von dir zu Hause? Vielleicht weiß Stunde? Nicht. Ich habe jetzt einen Opel Vectra, den ich von meinem schon vor 10 Jahren verstorbenen Opa endlich geerbt. Das ist nur ein kleiner. Ach so, habe ich gesagt, stimmt, ja, okay, na gut. Nee, es ist auch so, seit Neujahr will ich auch ein bisschen weniger trinken. Viel mehr. Du rauchst ja jetzt auch schon nicht mehr, du rauchst nur noch Pfeife. Ich rauche nur noch Pfeife. Ich esse Ziegenkäse, rauche Pfeife, trinke nur noch Bommer. ja, also ich habe aufgehört zu rauchen, aber Kubitschek müsste man, das ist nicht weit weg. Ich könnte mit meinem Opel Vectra, Baujahr 94, da hinfahren. Und die sagen, Mensch, eh noch von uns hier, kommen in so einem alten Retro-Auto. aber was will man machen? Es gibt ja dieses Buch mit rechten Reden. Ich habe also bei der Beschäftigung mit dieser NSU-Geschichte gemerkt... Hast du da reingelesen, das Buch? Nee, ich hatte nur gelesen, wie heißt denn der andere, der diesen komischen Nachnamen hat, Sarrazin. Deutschland schafft sich ab, oder das habe ich gelesen, das ist eine ganz andere, da kommt ja aus der SPD, aber das war ganz, sie machen jetzt hier sozusagen einen Parforce-Lauf, ja. Mit und ohne Ziegenkäse durch die Fall... durch die Fallstricke durch die Fallstricke. Das habe ich gelesen, der hat ja wirklich allen Ernstes gefordert, dass man, dass sich also nur Bildungsbürger untereinander kreuzen sollten. Fand ich schon interessant, ne? Go ahead. Ja, aber da wäre sowas wie Einstein zum Beispiel nicht rausgekommen. Also das sind alles so Ausnahmen. Ja. Stimmt. Aber wenn wir schon bei Einstein waren vorhin, ich weiß gar nicht, das haben wir uns vollkommen verfahren. Wo sind wir? Wollen wir rebooten? Rebooten. Erzähl ich selber noch so einen Quatsch hier. Rebooten. Ja. Lass uns rebooten.
Du hast 2006 dein erstes Buch rausgebracht. Oh ja. Wie? Das ist lange her. Hast du, also war das ein First Try? Bist du sofort durch die Decke gegangen? Hast du lange gekämpft, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen? Wie wird man als junger Schriftsteller, vielleicht gibt es einige hier, die gerne schreiben oder da draußen im Fernsehen, vielleicht gibt es einige... Nicht. Wieso bloß nicht? Naja, das führt alles zu nichts. Also das führt nur zu großem Elend, Alkoholismus, Vereinsamung, Verelendung. Nein, ich habe gesagt tatsächlich, Clemens Mayer-Fürst, denn also, sonst hältst du es nicht aus. Ich habe mich wirklich hingesetzt 2005, 2004, 2003, 2002, seit 1999. Ich habe immer gesagt, du schaffst das. Also du, nur du. Und das war natürlich extrem viel Arbeit, die tatsächlich mit sozialer Verwahrlosung auch ein bisschen einherging. Aber dann hat man eben gesagt, okay, hast du eben kein Liebesleben, hast du eben kein... Hast eben nur einen Hund, ja, und lebst alleine. Aber arbeitest eben auf dieses Buch hin. Liest den ganzen Tag, umgibst dich mit Büchern, schreibst, hast ein bisschen studiert nebenher am Literaturinstitut. Und es war ein Kraftakt. Und man musste immer daran glauben. Es gab Momente, wo ich gesagt habe, das wird nichts. Das wird keiner haben wollen, ja, weil dann haben einige abgelehnt. Und dann irgendwann kam dann die glücklichen Fügung, du brauchst auch Glück, aber man muss für die Literatur leben. Und das ist ein asoziales Leben, das ist auch wirklich ernst gemeint. Ja? Das ist ein asoziales Leben, für Literatur, also für so ein Segment sich wirklich aufzuopfern. Ja, ich glaube, das geht fast, das ist fast in jeder Kunstgattung wahrscheinlich so. Ja. Aber es ist natürlich auch, und wie auch jede andere Kunstgattung, wahrscheinlich auch ein asoziales Business. Und wie geht man damit um? Mhm. Also man muss sich ja auch, du wirst ja nicht umhin kommen, nach deinem Debütroman, der irgendwie durch die Decke geht, irgendwie anschließen zu müssen, dich weiterhin vermarkten zu müssen. Und na, zuallererst war erstmal wichtig, dass ich weiterschreibe. Also diese Idee, du hast sechs Jahre an dem Buch gearbeitet, 99 bis 2005, also 6 Jahre. Pausen dazwischen und dann ist das raus. Dein Ziel ist verschwunden, dein Ziel ist weg. Und dann wusste ich natürlich, ja, ich will diese Erzählung machen, die nach den Lichtern, mein zweites Buch dann, was zum Glück auch erfolgreich war. Ja, aber was heißt zum Glück? Also irgendwann denkt man dann auch, das geht immer so weiter. Aber die Arbeit, die dazwischen liegt, die ist natürlich elementar. Die Vermarktung, da war ich sehr naiv. Ich bin 2006 da reingestolpert in diesen Literaturbetrieb, den ich überhaupt nicht kannte. Ja, ich wusste bis 2003 nicht mal, dass es eine Zeitschrift namens Die Zeit gibt. Also da fuhr ich mal mit einer Kommilitonin nach Köln zum WDR, das wusste ich, das gibt es. Da hatte ich schon gehört. Da wollte uns jemand aufzeichnen, Studenten am Literaturinstitut, da wurde ein Feature, macht jemand ein Feature, der sehr gut ist und hat uns dazu eingeladen, wir fuhren dahin und die holte eine Zeitung raus. 2003 oder 2004 war das. Ja, was ist das denn? Gott im Himmel! Es wurde immer mehr. Die hörte gar nicht mehr auf. War wie das Märchen vom goldenen Topf. Am Ende hatte die so ein Ding, so einen Stapel. Ich sagte, da ist vielleicht doch was für mich dabei. Aber hatte keinen Sportteil. Ja, shit. Und das also so ein bisschen überspitzt. Natürlich, ich habe extrem viel gelesen, immer aber in der Tradition, ja, in der klassischen Moderne, im Realismus des 19. Jahrhunderts. Und Vermarktung, dann wurde das raus, da habe ich mich gar nicht drum gekehrt. Ich habe Unsinn erzählt, pausenlos, man wurde auch misszitiert, das merke ich dann später erst. Also was plötzlich auf einmal Leute sagten, was ich gesagt hätte. Vielleicht habe ich es auch gesagt, aber konnte mich nicht mehr erinnern. Und habe auch von Anfang an gesagt, ich redigiere keine Interviews. Das mache ich manchmal jetzt aber nur ganz, dass ich sage, okay, ihr war vielleicht in seinem Aufnahmegerät irgendwie, hat nicht richtig zugehört. Machen wir mal hier, der Satz klingt komisch oder so, aber dass ich sage, was ich gesagt habe, habe ich gesagt, das lasse ich stehen, das gilt nach wie vor. Und da habe ich manches gesagt, wo dann diese Branche, die sehr auf eine gewisse Art und Weise unfassbar kleinbürgerlich ist. Der Mayer, Enfant terrible, was soll das sein? Ja, also ich habe immer für die Literatur gelebt, habe mich auch immer ab einem gewissen Zeitpunkt als Intellektueller gefühlt. Wusste nicht, dass es da irgendwelche Umgangsformen gibt. Und das ist auch, was ich jedem jungen Schriftsteller, auch am Literaturinstitut, wo ich mittlerweile Dozent war, auch sage. Es klingt so blöd, das können wir so ein bisschen hier Ratgeber für alle und ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst da. Ja. Lasst euch da nicht irgendwie verbiegen und glaubt nicht irgendwie da sowas machen zu müssen. Und man muss irgendwie sich ein bisschen die Bodenhaftigkeit bewahren und das war schwer, also das war vor allem nach 2008. Und dann kommt natürlich auch Taylor und es ist eigentlich wie überall. Und am Ende darf man sich vielleicht gar nicht so wichtig nehmen. Denn ich sage immer, am Ende eines langen Tages, Reise in die Nacht, Theaterscherze. Intellektuell Witze. Ja, genau. Das Werk muss bestehen. Ja? Das Werk muss am Ende
auch ohne mich leben können. Und ich schaffe das Werk, das ist schon viel, aber dann ist es da und dann ziehe ich mich wieder zurück und dann gehe ich nach Leipzig, gehe ich in meine Bude und dann ist Ruhe. Insofern hat es dir offensichtlich auch immer Freude bereitet, fürs Theater zu schreiben, richtig? Das stimmt. Also ja. Texte auch freizugeben, dass andere Künstler damit umgehen können? Ja, das muss ich wirklich sagen. Das war eine große Begegnung. Also wir haben uns in Leipzig am Zentraltheater kennengelernt. Ich war nicht theateraffin, zu meiner Schande. Ich habe die ersten richtig großen Theatererfahrungen im Jahr 2008, 2009 gemacht. Sogar erst 2009 richtig. Dann 2010 habe ich eigentlich fast kein Stück mehr am Zentraltheater versäumt, bis zum Ende dann 2013. Und das hat mir viel gegeben, habe dann selber fürs Theater geschrieben. Da hat sich auch meine Sicht auf bestimmte Ästhetiken geändert. Also dadurch, dass ich Theater konsumiert habe. Blödes Wort konsumiert, aber wahrgenommen habe. Und auch das zu schreiben, dass man sagt, ich gebe den Text frei, macht damit einfach, was ihr wollt. Und natürlich muss da ein Konsens bestehen zwischen den Leuten. Wenn ich das geschrieben habe und die haben gesagt, ja, das ist was, das wollen wir haben. Aber wir müssen was macht, schneidet, baut um. Und so arbeite ich auch mit Fremdtexten, also in diesem Radio-Essay. Immer wieder dieses bescheuerte Radio-Essay. Naja, das ist, wenn man das so... wenn man das gerade fertiggestellt hat, ist doch klar, dass es auftaucht. Ja, das ist ja blöd. Kommst daneben und sagst, ja, grüß dich, ist der Uwe. Und also auch so Insider-Witz. Weil man kommt nicht so schnell mehr raus, aber es ist eine Auftragsarbeit und das ist dann, da kommt man schneller raus als ein Roman. Also an sowas dann wie, sagen wir wieder, ein neues Thema, im Stein zum Beispiel, da hänge ich Jahre drin. Also das hat mich Jahre gekostet, bis ich das dann, also nachdem es fertig war, verlassen konnte. Aber am Theater habe ich eben geschätzt, dass man mit Menschen arbeitet. Als Schriftsteller ist man, ich sagte, das ist schon asozial. Man ist allein, man sitzt am Schreibtisch, man trinkt seinen Bomo, raucht seine Pfeife, fühlt sich wie Günter Grass, ja, ohne SS. Und weißt du was? Vorsicht, das freut mich. Und genau das tue ich dir jetzt an, weil wir nämlich unsere Zeit langsam zu Ende geht. Ja, okay. Und was hier in Hannover am Theater geliebt wird, ist immer voll, sind Lesungen. Mm. Du hast uns was mitgebracht, was du lesen willst, deswegen lasse ich dich jetzt allein an dem Schreibtisch mit dem Bowmore, wie einen traurigen Schriftsteller. Okay. Und du liest uns was aus deinem Buch vor. Du kannst ja kurz was dazu sagen, was es ist. Ja, die Zeit läuft weg. Ich kann jetzt mich nicht nochmal umorientieren. Die Zeit läuft fürs Gespräch weg, zum Lesen hast du Zeit. Jo, na dann. Oh, dann nehme ich erstmal richtig zurück hier. Ja, ja, danke dir. Ich komme am Ende, ich komme aber. Ja, 7 Minuten ungefähr, 5 bis 7 Minuten, ich weiß nicht, wie lange das geht. Das ist der Anfang, das ist eigentlich, wer Werke von mir kennt, vielleicht ist nicht das Typischste von mir, das ist konzipiert worden, aber ich denke, wir sind hier im Fernsehen, da kann man schon mal ein bisschen was reinhauen in den Ring. Ich habe in Frankfurt an der Goethe-Universität, klingt gut, ne? In der Goethe-Universität Poetikvorlesung gehalten, die heißen Der Untergang der Action GmbH, also in dem ich über mein Schaffen gesprochen habe, in 5 Vorlesungen. Das ist der Prolog der ersten Vorlesung. Diese Vorlesungen hießen Der Untergang der Action GmbH. Und die erste Vorlesung heißt Wer oder was ist die Action GmbH? Wer oder was ist die Action GmbH? Was vertreibt die Action GmbH? Wo residiert die Action GmbH? Wer vertreibt die Action GmbH? Wer kennt die Action GmbH? Was will die Action GmbH? Wie alt ist die Action GmbH? Unter welcher Flagge segelt die Action GmbH? Wieso gibt es die Action GmbH auf See und an Land? Wie weit fliegt die Action GmbH in die Tiefen des Alls? Wie steht die Action GmbH zu schwarzen Löchern? Welche Musik wird im Raumschiff der Action GmbH gespielt? Wer ist der Captain der Action GmbH? Gibt es einen Captain der Action GmbH? Wer haftet für die Action GmbH? Steht das GmbH in Action GmbH für Gesellschaft mit beschränkter Haftung, für große Monsterbüstenhalter, für Gaudi mit Bumshäschen, für Gays mit Behinderung? Moment, da fehlt das H der GmbH. Für Gott mag bunte Hosenträger, für Gesellschaft mit beschränkter Haltung? In welcher Gesellschaft befähigt sich die Action GmbH? Stimmt das Gerücht, dass Adolf Hitler, aha, und Beate Zschäpe versucht haben, Mitglied der Action GmbH zu werden? Stimmt das Gerücht, dass aha, und Helene Fischer versucht haben, Mitglied der Action GmbH zu werden? Stimmt es, dass aha, also die norwegische Popband aha, bekannt durch Songs wie The Sun Always Shines on TV und Hunting High and Low, innerhalb der Action GmbH eine norwegische G-Nazi-Fraktion gründete, wobei es nur um den Fetisch ging und nicht um die Ideologie, ist des Weiteren die Action GmbH schuld am spurlosen Verschwinden der norwegischen Popband aha, weil die Action GmbH den schwulen Superhelden Midnighter, den gibt's wirklich, bekannt aus dem Comic Midnighter, in die falsche Vergangenheit schickte
und er dort Aha beseitigte und nicht Aha. Stimmt es, dass die Action GmbH versucht hat, an die Originalhandschriften der Breivik-Papiere und der Schäpe-Papiere zu gelangen, um durch Untersuchungen ihres Chefgraphologen Dr. Bronsen die menschliche Hölle zu ergründen? Durch mich geht man hinein zur Stadt der Trauer. Durch mich geht man hinein zum ewigen Schmerze. Durch mich geht man zu dem verlorenen Volke. Besteht der Ursprung der Action GmbH in der sogenannten Kolportage-Literatur? Ist die Action GmbH nur eine Legende? Sucht die Action GmbH ähnlich radikal nach Transzendenz wie der IS? Hat es die Action GmbH jemals gegeben? Ist die Action GmbH eher eine Action GbR? Ist die Action GmbH börsennotiert? War Jesus in der Action GmbH? Ist die Action GmbH konfessionell? Besitzt die Action GmbH eine Atombombe? War Mohammed in der Action GmbH? Wie kann man Mitglied der Action GmbH werden? Dürfen Homosexuelle und Ausländer Mitglieder der Action GmbH werden? Ist Jean Genet Ehrenpräsident der Action GmbH? War Jesus in der Action GmbH? Gibt es Frauen in der Action GmbH? Ist die Frauenbrigade der PKK eine Supporterin der Action GmbH? Sind die Walküren Mitglied der Action GmbH? Erschafft die Action GmbH als Beitrag zur Emanzipation einen weiblichen Rambo? Her name is Rumba, the Mamba. Ist die Lügenpresse verantwortlich für das Gerücht, es würde eine Action GmbH existieren? Besitzt die Action GmbH eine Zeitmaschine? Ist die Lügenpresse verantwortlich für das Gerücht, die Action GmbH wäre untergegangen? Versucht die Action GmbH die Kunst zu vernichten, sich selbst zu vernichten, 1984, um dunkle Materie zu generieren? Vielleicht bis hier. Danke. Vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns gleich in der Bar, gell? Ja, danke. Danke. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Das war die vierte Ausgabe der Zur Nachtschau. Die nächste ist am 1. Februar. Habt noch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Geht mal wieder ins Theater. Clemens hat ein, finde ich, tolles Plädoyer dafür gehalten, was das alles in einem auslösen kann. Kommt hier mal wieder her. Habt Spaß. Macht's gut. Vielen Dank fürs Kommen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.